95.990 Euro und das Konzept wird euch so die Schuhe aussehen, ja. Es ist eine GFK-Kabine obendrauf. Wir haben VW T6.1 Double Cab. Das Ding ist so heiß. Es war im letzten Jahr da, da war es noch nicht für den deutschen Markt da. Alle wollten es kaufen, keiner konnte es kaufen. Jetzt ist es lieferbar. Das ist der Chef von Hotomobil. Your name, please? Tarek Aksoy. Welcome. Yeah. You speak German? Unfortunately. Okay. No. Sprich kein Deutsch, aber ist nicht schlimm, wir werden übersetzen. Wir kriegen das alles hin. Karl, du bist der Generalimporteur für Hotomobil, muss man sagen. Das ist wirklich eine Firma, die du mitentwickelt hast, also das Ganze auch mitgesteuert hast. Und das Auto hier, die Leute hätten es auf der letzten Messe, glaube ich, sofort mitgenommen, oder? Ja, da ist natürlich ein Hingucker auf dem VW T6.1. Es ist nicht nur GFK, es ist eine komplette Monocoque-Kabine. Das ist ja die Spezialität von Hotomobil. 20 Jahre Garantie gibt er. 20 Jahre auf Dichtigkeit. Ja gut, das ist auch nicht, ich sag mal, schwer, weil... Im Monocoque gibt es keine Probleme. Es gibt keine Probleme. Es kann natürlich reinlaufen irgendwo am Fenster oder irgendwann mal. Aber ich sag mal, wenn man sich einigermaßen normal verhält, dann ist das der Hammer. Dann das Ding knarzt. Es kann gar nicht knarzen, weil es ist aus einem Stück. Da gibt es keine Geräusche. Das ist das als Geschirr scheppert vielleicht. Oder deine Büchse, dein Cola, was du mitnimmst. Also das kann schon möglich sein. Das ist natürlich ein ideales Konzept, Monocoque. Man kennt es ja von zwei oder drei italienischen Herstellern. Die sind meistens weit über 100.000 Euro als Basisversion. Und hier haben wir wirklich schon eine gute Ausstattung mit einem ganz anderen Grundriss. Hier mit der Rundsitzgruppe, was wir ja jetzt kennen, auch von La Marca, was richtig gefragt ist. Aber du wirst jetzt gleich das Konzept kennenlernen. Und es war auch vorher wirklich, die Farben waren türkisch vorher drin, also ohne den jetzt beleidigen zu wollen, die waren von anderen Markt designt, die auf so Bling-Bling stehen und andere, komplett andere Farben. Also du bist irgendwie reingekommen, du hast gedacht, wer, in Gottes Namen, wer hat sowas entwickelt, aber es gibt andere Länder, andere Sitten, die finden das cool, also in den Ländern, aber jetzt für den deutschen Markt. Oder? Ja, wir haben das natürlich von den Farben, von den Grundrissen teilweise verändert, wir haben die Küchenzeilen verändert, viele, viele Teile, ich denke mal an die 600, 700 Teile wurden geändert für den deutschen Markt. Und jetzt ist es ein Serienprodukt und es geht jetzt dann alles in Serie. Also man kann das Fahrzeug mittlerweile kaufen, bestellen und so. Es wird sogar geliefert. Du bist Spezialist für die, ich sag mal, das Produktentwicklungsteam ist bei dir mit dahinter. Das heißt also, etwas zu bauen ist eine Sache, aber daraus ein Produkt zu machen, das ist eine ganz andere Sache. Es war so, die Leute hätten es gekauft. Wenn es jetzt hier steht, die Leute flippen doch vollkommen aus, oder? Ja, natürlich. VW ist ein Riesenthema. Monocoque ist ein Riesenthema. Rundsitzgruppe ist ein tolles Thema und natürlich auch Doppelkabine. Das ist natürlich ein Sicherheitsfaktor, gerade wenn man mit der Familie unterwegs ist, hast du da natürlich wahnsinnig viel Platz. Macht natürlich viel Spaß. Es ist unglaublich sicher, das Fahrzeug. Das heißt, das Monocoque ist sehr steif. Das hat Werte im Prinzip fast wie im Fahrzeugbau, oder? Ja, das sind wir wie Formel 1 Rennwagen. Du hast da natürlich ganz andere Sicherheitswerte. Wenn du mal irgendwo hinfährst, das ist relativ einfach zu reparieren. Ich kenne also noch keinen Fall, wo ein Monocoque irgendwie Totalschaden war oder sowas. Also wir sind da also wirklich schon auf der absolut, absolut richtigen Seite. So, wir werden es gleich mal testen und mit Dusche und allem drum und dran. Ist das schön, das Fahrzeug? Wunderschön. Warum? Schöne Ausstattung. Es hat eine schöne Ausstattung. Warm, warm. Und es ist ja sehr kurz, aber trotzdem hast du alles. Bitte? Bitte, was hast du gesagt? Ich habe dich nicht gut gehört. Ich bin zu filmen, habe ich gesagt. Ja, ich bin sowieso am Filmen, das ist die ganze Zeit. Ich danke dir herzlich. Hotomobil ist es mit drauf. Sag mal, Freedom heißt das Modell. Mhm. Als es vorgestellt war, hier hinten ist noch Stauraum drin? Oder was ist hier drin? Ja, da ist Stauraum drin, ein bisschen unter der Sitzbank. Nicht so viel, aber es ist Stauraum da. Cool. So, wir gehen mal rein. Simone, ganz anderes Konzept. Du hast einen Alkoven. Ja. Du hast vier Sitzplätze mit drin. Das ist vielleicht auch noch eine Besonderheit. Normalerweise hast du nur zwei Sitzplätze. Normally you only have two chairs for people who want to travel. This is a four-person car. Yes. Das ist der Vorteil daran. Also anstatt jetzt irgendwie hinten im Wohnraum die Sitze zu haben, gleich vorne das Fahrzeug. Das ist eigentlich nur ein Sicherheitskonzept und es ist natürlich eine Möglichkeit, mal ein Fahrzeug komplett anders zu bauen. Und vor allem, du hast ja nur eine Länge von 6,40 Meter. Ja. Also einfach mal eine andere Idee gewesen. Ja. So, die Auffahrtür ist riesig, Behemi, überall wo du hinguckst. Ja, ihr habt wirklich Qualitätskomponenten gewählt, ohne Ende. Aber wir werden jetzt erstmal hinten das mal zeigen. Also der Double Cab hat natürlich viele Vorteile. Du hast so viel Platz, you got a lot of space in a Double Cab. Yes, you have a very comfortable four seats for four passengers. Ja. Also you have beds for four person.
So, man hat für 4 Personen ein Bett. Da vorne ist das Fahrerhaus, das kennt ihr ja. So, der VW T6.1. But this car is only for 1.5 years available. What do you do afterwards? Also, das Auto gibt es ja nur noch rund 1,5 Jahre. Dann soll es ja eingestellt werden. Are you going to buy 1,000 cars on stock? We have ready vehicles for next year. Yeah. So I think that there won't be any problem about supplying for the vehicles. Außerdem, es gibt ja Nachfolger, wir werden es mal angucken. Der soll gar nicht so schlecht sein. Auch der neue Ranger, der jetzt kommt in Verbindung mit Ford, der wird auch schon ein bisschen gefeiert. Also es soll nicht alles schlecht sein, was mit Ford und VW zusammengebaut wird. Es kommt ja alles aus der Türkei zukünftig. Ja. Wie wir schon mal gesagt haben, Türkei wird das China Europas und immer mehr Hersteller wandern in die Türkei aus. Immer mehr Hersteller. Warte, ich zeig's mal. Krass. Das ist echt Wahnsinn. Also du hast... S-Klassenstandard. Ja, S-Klassenstandard. Das heißt, ihr kriegt das Fahrgestell, das ist ein Nutzfahrzeug, Pritsche oder was denn drauf? Das Pritsche normalerweise ist das reine Fahrgestell. Und dann wird der Monocoque draufgesetzt und dann wird er ausgebaut. So, komm, wir gehen mal rein. Du gehst mal vor, Karl. Du hast nämlich eine Besonderheit. Du hast sehr interessante Maße, die... Ja, das hast du immer betont vorher. Deswegen erwähne ich es ja nochmal. Denn ihr baut diese Autos, ihr testet diese Autos, du hast die selber für dich gemacht. Du sagst, wenn ich da reinpasse, da passen alle rein. Klar, Simone kommt doch einfach rein. Ja. So, Rundsitzgruppe. Denn, also bitte nicht falsch verstehen. Viele sagen, ey, du nimmst dir da immer so Spargel mit als Models oder so irgendwas. Simone, du bist dann wirklich jetzt 1,66 Meter, du bist schlank. Aber der Was soll das heißen? Nein, du hast selber gesagt, dass die Händler das sagen. Manche Türen sind so schmal, dass du als etwas kräftiger Mann einfach nicht durchkommst. Oder? Man muss ja einfach sehen, in Deutschland, die Maße ändern sich ja in ganz Europa. Ob das jetzt gesund oder nicht gesund ist, ist nicht meine Diskussion. Auch von der Größe der Menschen, der Breite der Menschen. Also meinst du wie in Amerika, oder? Ja, so weit sind wir ja noch nicht. Aber du siehst einfach auch hier, es wirkt kleiner von außen, wie es ist. Du hast das hier wirklich Platz. Du kannst hier auch eine Kissenschlacht machen. Da ist also alles möglich. Also du hast wirklich Platz. Das ist irre. Wir sind in einem VW T6.1. Absolut. Es kommt noch viel besser. Da wo andere Hersteller Riesenkonzepte machen, eine Dusche irgendwie drin designen, das ist hier mit drin. Und zwar, die Dusche ist immer da. Du musst da kein Bett wegschieben, oder? Ja, du hast hier genau die Zeit zum Duschen. Du kannst da reingehen. Wie lange duschst du denn? 3 Minuten, 5 Minuten, wenn überhaupt. Dafür ist genug Platz. Du brauchst da hier kein Badezimmer. Also es ist alles am richtigen Ort, um es richtig zu nutzen. So, die Dusche, die kann ja einfach ausgezogen werden. It's all proof here. Means that I can take the shower without einen Vorhang, without a curtain. Any curtains, yes. Ja. Yes, all proof. So, das heißt, man kann einfach duschen, das ist ziemlich cool. Ja, es kommt noch besser. Wir haben eine Integration jetzt mit den Holzfarben. Das ist echt gelungen, Karl. Du hast den Kühlschrank wie aus einem Guss mit fließenden Formen. Ja. Das ist gut gemacht. Der letzte aus der Türkei, ich meine, die stellen ja hier Prototypen hin. Da muss man sagen, da siehst du den GFK-Bau von den Türken. Das kannst du eigentlich nicht zeigen. Trotzdem waren die Leute geflasht von dem Vorgänger schon. Aber hier, das ist ja jetzt fertig, das Auto, oder? Ja, man muss natürlich sagen, wir haben in der Kooperation mit Hottomobil sehr, sehr stark arbeiten wir an Formen, an Qualität, an Design. Wichtig ist für uns die Funktionalität natürlich auch, wie hier eine Ablageplatte über den Herd drüber aus Holz. Wir haben uns lange überlegt, machen wir es aus Plastik oder was auch immer. Es ist schick und funktional, ne? Holz ist einfach warm, es sieht einfach immer gut aus. Es ist funktional, es ist ein kurzes Fahrzeug, du hast Platz. Und wir lernen jeden Tag dazu. Wir schicken auch immer ein Team von uns, von Deutschland in die Türkei, um immer weiter zu lernen und das Produkt oder die Produkte weiterzuentwickeln. Stark ist auch hier so Details. Das heißt, das fährt jetzt auch richtig hier. Ja, das Teil. War vorher natürlich rubbel. Also das war ja auch ein Prototyp pur. Ist das jetzt noch ein Prototyp hier? Oder ist das ist jetzt erste Serie für Europa. Da sind wir jetzt eine neue Generation. Mhm. Und wenn ich ehrlich bin, der ist genau... Genauso wie du wolltest, oder? Ja, so wie ich wollte. Und er ist kurz vor der Messe, sowas von kurz vor der Messe fertig geworden. Ich glaube das gar nicht. Wir mussten den sogar auf Achse überführen, weil sonst hätten wir keine Chance mehr gehabt. So, auf der Achse, nicht auf der eigenen Achse. Das heißt, ihr habt den auf der eigenen Achse. Der ist gefahren. Ja. Und er hat es überlebt, oder wie? Siehst du, bitte. Ja, bitte. Natürlich. So, ich zeig mal hier vorne. Das kannst du einfach aufmachen. Die Schränke, ihr habt Vollkorpusmöbel.
Das ist ja abartig. Das heißt, alles verkleidet, alles richtig schick. Gut, jetzt für 100.000 Euro, da erwarten die Leute auch was, oder? Natürlich. Aber du musst natürlich rechnen, du hast in erster Linie auch mal ein VW drunter. Und ich kenne die Preise unserer Mitbewerber und die kleinen Fahrzeuge liegen halt schon weit, weit drüber. Und wir haben halt hier schon wieder dieses typische La Marca-Konzept. Wir haben das Ding natürlich schon wieder vollgeknallt mit allem. Ey, krass, hast du gehört, wie das eingerastet ist? Ja, ja. Ich glaube, das geht nie wieder nach unten, oder? If you can put it down again, please. Schauen wir mal. Doch, es geht tatsächlich nach unten. Boah, das hat ja satt, sich satt angehört, oder? Das ist Qualität. Und wir haben wieder alles drin. Dieselheizung, Solar, Lithium. Ja, wie ist denn das, wenn ich jetzt, also du hast ja vorhin gesagt, der Monocoque wird dann da drauf gesetzt aufs Fahrzeug. Könnte ich den auch wieder runter machen, ganz einfach, oder ist das jetzt wirklich fest? Ja, der bleibt drauf. Okay. Das ist eigentlich der Sinn und Zweck. Nur der Monocoque hat natürlich eine ganz andere Stabilität vom Fahrzeug. Du hast ein Stück, stell dir vor ein Hühnerei. Du hast wie ein Hühnerei auf dem Fahrgestell, das ist natürlich stabiler, als wenn du ein Hühnerei zusammenkleben würdest aus 20 Teilen. Somit ist es natürlich stabil. Drum sind natürlich die Monocoques auch die Formel 1 Rennwagen. Und Formel 1 Rennwagen ist natürlich heute, du weißt, irgendeiner fährt irgendwo rein, in die Bande oder gegen eine Leitplanke, es gibt einen Unfall, in der Regel überleben die Fahrer. Das gleiche haben wir natürlich beim Wohnmobil. Es spricht da oft niemand über Sicherheit, aber hier sprechen wir natürlich auch ganz bewusst über Sicherheit. Interessant, der Sitz ist drehbar. Ich zeige noch mal ganz kurz die Spüle, bevor unser Showpraktikant Simone einmal da hochklettern wird. Denn ich möchte mal gerne einen Eindruck haben, wie kommt man da hoch? Is it easy to get up into the bed? If you actually we didn't put the ladder because of the crowded exhibition. Yeah. Normally there is stairs here. Okay. It's also, really easy. Also es sind normalerweise sind da Stufen mit dabei, aber der Prototyp ist gerade erst fertig geworden. Kommst du da irgendwie hoch, Simone? So vielleicht über die Küche oder so? Oh je. Ich will halt nichts kaputt machen, ne? Ja, ist aber so. Was soll ich denn machen? Da vorne war ja das Teil. Geht nicht, oder? Nee. Nee, geht nicht. Ich will dich ja nicht verletzen, dass du hier mit einer Platzwunde rumläufst auf dem Plan. Das wäre ja blöd. aber ganz ehrlich, ich habe mal reingefilmt. Es ist schon, ich sag mal so, der Platzbedarf, man muss das schon lieben, oder? Das heißt, wenn du unter so ganz leichten Platzängsten leidest, dann... Also ich muss sagen, für mich wäre das so genial. Ich liebe das, weil es gemütlich ist. Ja, für mich ja auch. Aber es gibt genug Leute, die sagen, nee, ich will meinen... Ich stell mal vor, du träumst, du denkst an mich, dann wachst du auf und sagst, scheiße, und gehst so voll gegen die Wand rum, ja. Sagst so... Aber du träumst dann weiter. Nee, trotzdem. Du bist wahrscheinlich am Träumen von den Jungs von gestern Abend, ja, muss ich sagen. Ganz ehrlich, es ist richtig krass, weil du hast hier, ich zeig mal gerade den TV-Halter, die Türken haben den mal eben selber gebaut, ja. Und wenn die halt was bauen, dann könnte es auch irgendwie in einer Zuglok drin sein, ja. Das ist wirklich Qualität, oder? Es ist immer stabil, es muss immer was erhalten, weil sonst gibt es wirklich Kloppe auch in der Türkei. So, es ist ein Prototyp, also seht's mir nach. Egal, was ihr hier irgendwie seht, was euch nicht so gut gefällt, vergesst es, denn ich glaube, dazu ist ja auch so eine Messe da, dass man sich das angucken kann. Der ist gerade fertig geworden, aber Hut ab, Karl. Großes Kino, was du hier geleistet hast, zusammen mit denen, denn ich habe den letzten gesehen und der war meines Erachtens unverkäuflich. Ja. Denn ich meine, den konntest du auch, glaube ich, gar nicht zulassen. Der war mit COC und so. Ja, es war alles ein Problem. Wir haben bei uns selber die COCs, wir entwickeln weiter, wir machen die Tests, wir schicken den TÜV direkt vor Ort, wir sind in der Produktion involviert. Also wir machen Stück für Stück mit. Da können wir mal nochmal einen Schrank auf, ob das geht. Was mich jetzt auch noch interessieren würde, ist, kann man den Tisch jetzt hier ablassen und das noch zum Bett umbauen? Gibt es dann eine Version, der jetzt noch nicht? Wir werden den gleichen einbauen, wie ihr vorher drüben gesehen habt, dass man den Tisch absenken kann. Der steht auf was für einem Heizsystem jetzt? Ist es Whale oder ist es Dieselheizung? Der kommt dann zukünftig komplett Webasto wieder. Webasto, Kombi. Webasto-Kombi. Webasto-Kombi, wahrscheinlich. Ich lasse das mal offen. Ja, lassen Sie im Moment. Lassen Sie es mal offen. So, super. Blöde Frage, Stauraum. Es gibt hier natürlich keinen Kofferraum, oder? Du hast nur unter der Sitzbank von außen Stauraum. Das ist also hier die Möglichkeit. Unter der Sitzbank von außen. Wie bei den meisten mittleren Sitzgruppen. Can you just open up the door from the rear? Then we can look inside. Here, this little tiny door. Is this possible to open? Wir gucken mal rein. Das ist der Stauraum und der ist, ja, ein kleiner Stauraum. And if you have bikes or something, what do you propose? You can hang behind of the vehicle. Also hinten dran hängen. We have an optional bicycle carrier that you can use behind the vehicle. So, wir haben noch eine Rückfahrkamera. Es gibt einen optionalen Fahrradträger. Du.
ganz ehrlich, es ist wirklich, es macht Spaß mit dir zu filmen, weil alle Dinge, die du irgendwie entwickelt hast, sind außergewöhnlich. Und die Leute von Hottomobil setzen deine Wünsche um in komplett GFK Monocoque. Wer weiß, was sowas kostet, das kannst du in Deutschland gar nicht fertigen. Das geht nicht, oder? Nein, wir waren ja oft der Importeur auch einer anderen Marke. Und wir wissen, wie die explodieren, die Preise. Und da ist das Produkt auf VW richtig gut. So. Sind denn viele Menschen bereit, den Preis zu zahlen für so einen Monocoque? Ist das wirklich so ein großer Vorteil, dass die Leute bereit sind? Ja, du musst einfach mal vergleichen, was gibt es denn heute Wohnmobil in der Klasse 90 bis 110.000. Es wird ja alles teurer. Und der große Vorteil, du hast einen Monocoque und einen VW. Ja. Das ist eben die Geschichte. Ja, und dafür sind sie bekannt. Da ist es eine Pickup-Kabine auf einem kleinen Pickup, wie man ihn findet, auch nicht nur in Europa, sondern auch in Afrika zum Beispiel werden die ganz, ganz stark gebaut. Und dann gibt es die großen Pickups. Und das ist was brandneues, das werden wir gleich mal zeigen. Das ist die kleine Kabine und das, wir werden die große zeigen. Hammer, oder? Absoluter Hammer. Gut. Im Moment ein Riesenrun in ganz Europa. Dankeschön. Vielen Dank fürs Einschalten. Thank you so much. You're welcome. It's beautiful, your car. Thank you very much. Bye-bye. Tschüss, Simone. Ah.